Ja, angefangen mit der Fotografie habe ich einfach, will einfach sammeln. Sammeln, wo einfach auch Unwichtige, damals hat es ja noch nicht digitale Fotografie gehabt und hat man vielleicht den Fotoapparat nur dabei gehabt in den Ferien. Und ich habe einfach überall dabei gehabt. Und habe einfach gerne so das Unscheinbare oder einfach das so. Das hat immer eine schöne Färbung auch gegeben, je nachdem, was ich gerade erlebt habe. Und dann habe ich die einfach gesammelt, so Eindrücke. Und ja, weil das Archivieren, das Sammeln, das habe ich einfach etwas Schönes gefunden und nicht nur von den sozusagen Highlights-Ferien. Trotzdem bleiben die Momente ja nicht immer. Also man kann sie noch so heben, also dann muss man sie auch wieder lassen miteinander. Man kann sie mit Erinnerungen verblasst, trotzdem. Ich habe dann auch mit den Albumfotos von meinen Eltern gearbeitet und habe gemerkt, eigentlich die Erinnerungen gehen gar nicht so fest zurück. Ich habe da zwei Bilder, ich bin da drauf. Ich weiss nicht, es sind so Gefühlsmomente, die ich da wahrnehme. Aber so eins zu eins weiss ich es ja nicht mehr, außer es ist auf dem Foto. Und darum habe ich dann bei dieser Serie habe ich dann, den Schutz drauf gelassen, weil die Erinnerung ist ja nicht, ist ein Gefühl und es ist ein bisschen verblasst. Und darum ist es nicht mehr so eins zu eins. Das Verreissen vom Bild, das Zerstören vom Bild damals, das habe ich mitgelassen. Es war ein Loslassen. Es war ein Loslassen für eine neue Ära, weil, finde ich noch recht wichtig, dort ist Digitalfotografie ins Spiel gekommen. Und dort haben alle plötzlich eine Digitalkamera in der Hand gehabt und haben alles angefangen zu fotografieren. Und das war für mich der Moment gewesen, wo der Moment eben für mich nicht mehr so wichtig war zum Fotografieren. Und darum habe ich es verrissen dort. Habe ich es einfach losgelassen, weil, ja, es war nicht mehr etwas Spezielles gewesen. Es haben einfach alle Momente fotografiert. Und das war bei mir der Grund, warum ich sie dann verrissen habe und ein Video daraus gemacht habe und etwas Neues damit gemacht habe. Und dann ist es einfach der nächste Entwicklungsschritt, ist einfach da gewesen, dass ich Fotografie einfach noch als Medium verwende, teilweise, aber nicht mehr per se. Also wenn ich ein Porträt von mir mit Fötzeln vom Gesicht verfötzeln und sozusagen die Zerstreutheit im Kopf darstelle, dann ist das einfach, weil es mein Gefühl vielleicht ist, wenn man mal einen Moment hatte, wo man ein bisschen zerstreut ist und wo man nicht mehr so gerecht gewusst hat, wo er ist. Das Porträt mit Alufolie, das ich mich auf mein Gesicht gelegt habe, hat auch ein bisschen mit Konservieren, mit Palten, mit Archivieren sozusagen, oder die Form Archivieren wieder umzutun. Ja, wo auch nicht geht. Und mit Alufolie ist es so dünn, dass es dann nachher auch wieder kaputt gegangen ist. Also es ist dann also einfach versucht. Man tut ja frisch halt, es wird ja für das gebraucht, um frisch halten. Oder ein bisschen so, oder zum Aufbewahren, zum länger aufbewahren. Ich gehe einfach sehr gerne ins Brockenhaus. Ich habe schon, also alles, was wir hier sehen, alles ist sehr viel vom Brockenhaus, Secondhand sozusagen. Und also auf eine Art recycelt, einen neuen Ort gefunden. Und Vasen, ich finde, es hat immer ein riesen Tablar von ganz vielen schönen Vasen. Und ich finde es sehr schön auszusuchen, welche ich jetzt mit heimnehme. und habe ich angefangen, einfach die Vasen irgendwie zu sammeln. Es ist also etwas Kleines, so bei meinen Brockengängen kann ich jedes Mal ein Sofa mitnehmen. Und ich liebe aber irgendwie einfach das anschauen, suchen. Und eine Vase hat immer Platz gehabt. Es ist auch nicht so teuer. Man hat Freude an irgendeiner Form oder an irgendeiner Farbenzusammenstellung. Und ja, und sie hat wieder Verwertung. Ich nehme sie wieder mit heim. Und zum Teil Vasen dann kaputt machen, hat schon auch mit hat schon mit zu tun, mit auch so ein bisschen Schmerz oder etwas kaputt machen, es loslassen, auch wieder irgendwie
auch Gefühle drinnen, oder? Wenn man etwas Gefühl, wenn etwas kaputt geht und dann auch mal tatsächlich sichtbar kaputt geht bei so einer Vase, die ja eigentlich etwas Schönes ist, ein Geschenk, eine Blume drin normalerweise, oder? Also von dem her ist das schon ein starker Ausdruck, der sichtbar ist. Und das Leben ist ja aber nicht immer schön. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die zu Brüchen gehen. Aber es geht auch immer weiter. Und man kann aus allem lernen oder man kann aus allem irgendwie wieder ja, weitermachen. Und darum habe ich dann die Scherben genommen und die wieder so wie als jedes Einzelne so wie archiviert und gerne einen Platz für die gesorgt und die in die Setzkästen wieder reingetan, die ich auch wieder aus dem Brocken habe. Also schließt sich der Kreis wieder. Also für mich ist es so ein, ja, ein Kreislauf. Also das Labyrinth wollte ich schon lange mal machen. Das ist einfach, das ist auch noch, weil ich eben im Ausland aufgewachsen bin. Ich habe 4 Jahre in Portugal gelebt in der Kindheit. Und dann ist mir das immer so, die grossen Mauern mit oben dran so Scherben, das ist mir als Kind extrem eingefahren. Da kann man sich ja verletzen, dass da, wo man so immer irgendwie sagt, ah, pass auf, oder? Und dann wird das dort an den Mauern, das ist natürlich als Schutz. Und dann habe ich sozusagen ein Labyrinth gebaut. Das sind so wie einzelne Mauern, die irgendwie gleich so Durchbrüche haben, mit dem Weiterweg rein oder so. Und teilweise auch als Schutz fungiert natürlich. Und einfach so als Symbol von einem Raum, der ein bisschen geschützt ist. Aber man kann sich gar nicht ganz schützen. Man kommt trotzdem rein.